Das folgende Video wurde durch das Game Changer Programm ermöglicht. Ganz, ganz viel Liebe geht raus an EA dafür, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das Spiel schon vor Release für euch zu zocken und aufzunehmen. Servus YouTube und herzlich willkommen hier endlich zu F1 2021 zur Vollversion und noch viel wichtiger zur ersten richtigen Folge von Breaking Point. Denn Codemasters und EA haben uns die Möglichkeit gegeben, bereits über eine Woche vor dem eigentlichen Release des Spiels am 16.07. euch die erste Stunde des neuen Story-Modus zu präsentieren. Und da lasse ich mich nicht zweimal drum bitten. Wir wählen also den Schwierigkeitsgrad aus. Für die Leute, die mich kennen, die wissen, ich glaube, ich bin nicht der Schlechteste gerade am Controller. Und dementsprechend nehmen wir natürlich den schwersten Schwierigkeitsgrad. Bevor wir jetzt unser Team auswählen, Freunde, vergesst an der Stelle natürlich nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, wenn ihr genauso gehypt seid auf das neue Formel-1-Spiel, wie es mir auch geht. Dann lasst, wie gesagt, viel Liebe da mit dem Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus, Abo, Glocke nicht vergessen, um natürlich auch keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und zu guter Letzt, welches Team wählt ihr eigentlich für den Breaking Point Modus aus? Lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen. Ich persönlich habe meine Entscheidung schon getroffen. Es wird Aston Martin. Wir werden über diese 3 Jahre, die das Ganze hier in Breaking Point geht, mit Formel 1 2019, Formel 1 2020 und letztendlich dann noch 21, werden wir dann noch einen Teamwechsel erleben. 2020 dann nämlich noch mit dem pinken Panther, der unfassbar schnell war, der Racing Point. Und dann ab 2021, was ja auch ebenfalls hier im Story-Modus stattfinden wird, eben mit dem wunderbaren Renngrün von Aston Martin. Und damit, Freunde, können wir eigentlich loslegen. Wir schlüpfen also in die Haut von Aiden Jackson. Devin Butler kehrt unter anderem zurück. Es kommen komplette neue Charaktere zum Vorschein. Das alles beginnt in der Formel 2 im Jahre 2019 und endet irgendwann diese Story im Jahre 2021 in der Formel 1 dann. Und was da alles genau passieren wird auf diesem Weg, das erfahrt ihr in den nächsten Tagen und Wochen auf meinem Kanal. Und damit beginnen wir jetzt. Prolog. Die Formel 2 Meisterschaft von 2019 geht in die letzte Runde und der junge britische Fahrer Aiden Jackson hat vor, in die Geschichtsbücher einzugehen. Wir sind also am Showdown Abu Dhabi, letztes Rennen der Formel 2 Saison 2019. Ein großartiges Rennen. Die Fahrer sind unglaublich aggressiv. Sehen Sie sich das an. Jetzt kann hier wirklich jeder den Druck spüren. Allen voran der junge Aiden Jackson von Carlin. Genau so ist es. Im Fahrerlager gibt es Gerüchte, dass Jackson eine Zukunft in der Formel 1 haben könnte. Es sind nur noch wenige Runden zu fahren und noch ist alles offen. Was für eine spannungsgeladene Atmosphäre hier in Abu Dhabi. Kann es einen besseren Abschluss für diese Formel 2-Saison geben? Und da sind wir jetzt also, Freunde. Oh mein Gott, das allererste Mal hinterm Steuer. Bleib konzentriert. Du weißt, was du zu tun hast. Verstanden. Oh, da haben wir also auch das allererste Mal Aiden Jackson gehört, der hier quasi in Kontakt ist mit Jeff und auch mal antworten kann. Interessant. Jeff kennen wir ja bereits, unsere alte Radiolegende aus diversen Formel 1-Teilen. Und hier sind wir also in der Formel 2. Im Jahre 2019 im Carlin. Das ehemalige Team von Lando Norris. Und da haben wir Sette Kamera vor uns. Wir müssen auf alle Fälle Position Nummer 1 erobern in diesen paar Runden, die wir noch haben. Das alles beginnt also im Jahr 2019. Wir haben einen viel, viel besseren Ausgang als der Brasilianer. Und mal gucken, ob der Überrundete da vorne nicht auch noch ein paar Probleme bereiten könnte. Wobei, nee, sieht gut aus. Der fährt da vorne sein Tempo und wir sind schon mal auf Position 3 vor. Und kriegen dank Lord Raghunathan, ich denke mal, einige werden das Meme kennen, um diesen Fahrer rundherum aus der Formel 2, kriegen wir noch DRS. Und als nächstes auf der Liste steht Latifi. Der einzige übrigens auch ironischerweise aus der Formel 2 Saison 2019, der es in die Formel 1 geschafft hat, was aber auch nicht unbedingt nur mit seinem Talent zusammenhängt, sondern natürlich auch an den Geldern liegt, die er für Williams mitbringt. Ja, also von jetzt an sind es noch knapp 2 Runden, die wir also haben, um Position 1 zu übernehmen. Latifi ist direkt vor uns und Giotto nur noch 1,5 Sekunden. Also theoretisch, wenn wir Glück haben, bei dem Tempo Latifi lässt uns da irgendwie ganz viel Platz außen. Jetzt sind wir innen in dieser Schikane und damit auf Position 2 vor. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie das DRS jetzt mitnehmen wollte. Für die lange Gerade hier, die kommt.
Abu Dhabi auch wirklich eine der Strecken, die mal abgesehen von 2010 gefühlt nie spannende Rennen produziert hat. Jetzt aber erstmal Latifi hinter uns, der hier natürlich mit Windschatten und DRS einen klaren Vorteil hat und da auch erstmal vorbeizieht. Leichte Berührung tatsächlich auch. Wir sind in. Aber wir dürfen uns hier nicht zu lange jetzt mit Latifi beschäftigen. Haben wir das Auto da beschädigt? Ja, nee, zum Glück nicht. Also mittlerweile in Formel 1 2021 können ja auch ganz andere Dinge kaputt gehen am Auto, wie man sehen kann. Ganz andere Bereiche, während Latifi wieder das DRS hat. Und wir jetzt mal 2 Sekunden auf Giotto irgendwie aufholen müssen. So Leute, letzte Runde und die letzte Gelegenheit also für Aiden. Für Aiden Jackson. Hier noch die Führung und damit auch die Meisterschaftsführung. Im Endeffekt die Weltmeisterschaft zu gewinnen, die Führung zu übernehmen. Ja, ich warte ab, Leute. Ich warte ab. Wir haben gesehen, Latifi hat uns große Probleme bereitet, weil er das DRS eben hatte hinter uns. Und da warte ich. Wir haben den Abstand nach hinten. Latifi 2,6 Sekunden hinter uns. Da legen wir uns den Italiener im Univirtuosi einfach schön zurecht. Und überholen den jetzt hier hoffentlich mit Windschatten und DRS. Der Carlin scheint nicht so ganz schnell auf der Geraden zu sein. Ja, und wie man sehen kann, also selbst mit DRS kommen wir jetzt hier nicht so dermaßen stark ran. Über 300 km/h, 6. Gang, 311 war, glaube ich, die Höchstgeschwindigkeit. 2. Gang jetzt. Außen rum und jetzt innen. Hoffentlich kommt da kein Konter von Giotto. Ja, nee, wir haben auch mehr Grip auf jeden Fall aus der Kurve raus, mehr Traktion. Und dementsprechend bleiben wir da wohl vorne. Er kommt zwar ran, er kommt näher und näher, aber es wird nicht reichen. Und damit haben wir es also geschafft, Freunde. Die erste Position übernommen. Genau die Position, die unser Held hier braucht. Aiden Jackson. Und jetzt müssen wir es nur noch übers Ziel bringen. Nur noch der letzte Sektor, Freunde. Und dann haben wir es also geschafft. Den Prolog also abgeschlossen mit dem Formel 2-Titel am Ende. Aber gut. Nicht den Tag vom Abend loben. Wie man so schön sagt, jetzt die letzten Kurven. Die Curbs dieses Jahr sind viel, viel anspruchsvoller, habe ich gemerkt. Ja, gut, jetzt wo ich es gerade schon sage, so leicht immer Curb geschlittert. Aber jetzt, Freunde, die letzte Kurve, die schwarz-weiß karierte Flagge. Und Aiden Jackson ist Formel 2-Weltmeister im Jahre 2019. Ja, geschafft! Hat's geschafft. Aiden Jackson gewinnt die Meisterschaft. Was für ein Sieg für Jackson. Was für ein Sieg. Und niemand hätte es mehr verdient. Großartiges Ergebnis. Er hatte mal verraten, dass es sein Traum ist, eines Tages in der Formel 1 für Mercedes zu fahren. Hoffen wir, dass die richtigen Leute heute zugeschaut haben. Und hier ist er, der Mann der Stunde, Aiden Jackson. Ein großartiges Rennen und ein fantastischer Erfolg für diesen unglaublichen Fahrer. So ist es. Nach dieser Leistung wird es garantiert mehrere Formel-1-Teams geben, bei denen Aiden Jackson das Gesprächsthema sein wird. Dieser Junge hat eine glänzende Zukunft vor sich. Ja, was soll man sagen? Also das war definitiv ein interessanter Anfang. Kapitel 1 nach seinem Sieg in der Formel 2 Fahrermeisterschaft hat Aiden Jackson sich eine Stelle in der Formel 1 sichern können und bereitet sich nun darauf vor, in der prestigeträchtigsten Motorsportserie der Welt seine ersten Schritte zu machen. Und damit also auf zu Kapitel 1 und zum Rennwochenende in Australien. Das allererste in 2020. Aiden, Sie haben den Sprung in die Formel 1 geschafft, was niemanden überrascht, der Ihre Karriere verfolgt hat. Jetzt steht das erste Formel 1-Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ehrlich gesagt, Will, habe ich das noch nicht so richtig verarbeiten können. Das Team gibt mir hier wirklich eine fantastische Chance. Es ist eine tolle Gelegenheit, ein wahrer Traum. Also, meine Antwort ist, ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Da musste ich mich schon ein-, zweimal kneifen. Also, ja, es ist überwältigend. Aber auf der Strecke, mit dem Tempo, dem Lärm und dem Geruch, ist alles beim Alten. Hoffentlich auch meine Performance. Und was sagen Sie zu Kasper Ackermann? Fühlen Sie sich ein bisschen eingeschüchtert, einen so erfahrenen Teamkollegen zu haben? Immerhin ist das Ihre erste Saison hier in der Formel 1. Was sagen Sie? Wie stehen Sie beide zueinander? Ich habe Kasper immer bewundert und ihn als Vorbild betrachtet.
Die Wände in meinem Kinderzimmer waren tapeziert mit seinen Postern. Mein Traum war immer, so zu sein wie Kaspar. Aber stattdessen fahre ich jetzt an seiner Seite. Das ist auch nicht schlecht. Ich lerne von dem Besten. Außerdem muss ja jeder mal klein anfangen, nicht wahr? Aiden, wie reagieren Sie darauf, dass Sie mit einem anderen Formel-1-Piloten verglichen werden, was ja ziemlich auf der Hand liegt? Er ist in der letzten Saison wie Sie jetzt von der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen. Was sagen Sie zu der Presse? Und zu den Fans, die Sie als den neuen Devin Butler bezeichnen? Den neuen Devin Butler. Das ist okay. Den alten brauchen wir nicht mehr. Du machst einen guten Eindruck. Sie mögen dich. Deine Sorgen waren umsonst. Danke. Das wird heute ganz bestimmt gut laufen. Ich weiß es. Mach einfach das Gleiche wie in F2. Kinderspiel. Danke, Brian. Ich gebe mein Bestes. Na los, Aiden. Du schaffst das. Aha, der neue Devin Butler. Ich glaube, so will niemand bezeichnet werden. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich mag den Kerl auch nicht. Und hier sind wir also angekommen, Freunde. Alte Feelings, muss ich sagen, so F1 2010, F1 2011. Wir haben jetzt hier also unseren Fahrerbereich. Damals war es der Truck, jetzt also hier ein bisschen Obst. Gesunde Ernährung ist natürlich ganz wichtig als Formel-1-Fahrer. Hier ein paar Shirts von Racing Point. Nicht schlecht. Und wir kriegen einen Anruf rein von Brian, den wir ja gerade auch schon gesehen haben. Der war wahrscheinlich, nehme ich mal an, unser Manager ist. Hallo? Aiden, bist du in deinem Zimmer? Ja, Brian. Gut. Sieh dich mal um. Ich hoffe, es gefällt dir. Du solltest da alles haben, was du brauchst. Nachrichten, Social Media. Du hast zu allem Zugang. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Was denn? Vergiss nicht, deine E-Mails zu kontrollieren. Ich glaube, da ist eine Nachricht für dich. Oh, alles klar, danke, Brian. Lass es ruhig angehen. Wenn du alles erledigt hast, dann sehen wir uns vor dem Rennen. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Wir haben die Socials, wo wir ein paar coole Tweets haben. Aiden Jackson, F1, 30.500 Follower und... Oh, Mutter ruft an. Da musst du direkt rangehen. Hallo? Hallo Aiden, geht's dir gut? Ja, Mom, alles okay. Ich mach mich gerade startklar. Ich hab dein Interview gesehen. Und? Du solltest mal zum Friseur gehen. Ah, okay. Danke. Aber abgesehen davon warst du großartig. Ich bin so stolz auf dich, Aiden. Ich weiß, Mom. Danke. Ich wünschte nur, ich könnte dabei sein. Du hast so viel für all das getan. Ja, ich weiß. Du wirst ja beim nächsten Mal dabei sein. Mach einfach, was du immer machst und alles wird gut. Danke, Mom. Und denk daran, Rückspiegel, blinken und immer die Geschwindigkeitsbegrenzung beachten. Toller Tipp. Ich werde dran denken. Natürlich. Wir reden später. Viel Glück. Bye. Ja, sympathische Mutter auf jeden Fall. Vielleicht dann auch nicht das Warndreieck und die Schutzweste vergessen. Dann sind wir auf jeden Fall gut gewappnet, würde ich sagen, für den Rennstart in Australien. Worauf ich noch hinaus wollte, wie gesagt, die Socials. Wir sehen einen weiteren Content-Creator im Formel-1-Bereich, der sich hier im Spiel verewigt hat, nämlich Matt von WTF1. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen, ob ihr den Kanal kennt, WTF1, die machen, finde ich, mega coolen Content. Und Matt ist ja quasi so der Presenter da, das Hauptgesicht, der eben in allen Videos zu sehen ist. Und ja, jetzt ist er auch hier im Spiel verewigt. Dann haben wir natürlich noch die Standard-E-Mails auf unserem Laptop, wo uns natürlich einmal der Teamchef Ottmar Schaffnauer begrüßt bei Racing Point, beziehungsweise gut, ich sehe schon das Bild da mit grünem Poloshirt, aber gut, wir sind hier in dem Fall natürlich noch Racing Point. Wir haben die Wochenendvorschau, aber gut, ich glaube, Australien bin ich schon des Öfteren mal im Leben gefahren und Caspar Ackermann, das ist, denke ich, mal interessant, unser Teamkollege oder Ackermann, wie er ausgesprochen wird. Aiden, du hast deinen Papierkram in der Garage liegen lassen, also habe ich ihn deiner Assistentin gegeben. Kannst du später bedanken. Und hey, viel Glück auf der Strecke. Ist zwar dein erstes Rennen, aber mal sehen, was wir zusammen ausrichten können. Caspar.
Wie auch immer. Zu guter Letzt, bevor wir weitermachen, Freunde, haben wir jetzt hier noch den News-Feed. Quasi Zeit für die neue Formel-1-Saison. Hamilton mit Chance auf Titelgleichstand mit Michael Schumacher. 2020 ist ja mittlerweile vorbei. Da hat er den Titel gewonnen. Das heißt, da wissen wir schon, dass er den Titel gleichgestellt hat. Wir haben den Aufstieg eines Formel-2-Weltmeisters. Das ist natürlich wir in dem Fall. Und ansonsten noch die Vorbereitungen zum Rennen in Melbourne und Nachrichten und Klatsch bei Trackside. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ich denke mal, da werden wir bestimmt noch was von mitbekommen. Wir sind auf alle Fälle auf dem Laufenden gehalten. Und in dem Sinne gehen wir jetzt also rein zum nächsten Rennen. Ich bin gespannt. Kapitel 1. Vor den Augen der Welt und seines Teams Racing Point, das sich viel von ihm erhoffte, scheint der Rookie Aiden Jackson sich gut behaupten zu können. Er hat die Möglichkeit, bei seinem Debütrennen in Melbourne in den Punkten abzuschließen und konzentriert sich auf das Rennen vor sich. Guter Start, Aiden. Versuch noch mehr rauszuholen. Verstanden. Und Kasper? Weiter vorn. Versuch näher an ihn heranzukommen. Okay, Leute, da sind wir jetzt also beim großen Preis von Australien 2020. Unser Debüt mit Aiden Jackson. Und unser Ziel ist es vor dem Ende von Runde 11. Wir sind aktuell in Runde 6. Die 7,2 Sekunden Lücke zu Ackermann zu schließen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen werden. Wir haben natürlich ein nicht unbedingt langsames Auto hier mit von der Partie. Mit dem Racing Point vor uns Daniel Ricciardo. Mal gucken, wann wir den schnappen können. Ja, und jetzt zum Ende der Runde sind wir auch sehr nah dran an Ricciardo. Haben jetzt auch das DRS. Er hingegen in seinem Renault hat kein DRS. ERS nutzen wir natürlich auch noch hier. Fahren schon mal eine sehr gute Runde zum Start. Eine 25er Zeit. Also Pace ist definitiv vorhanden. Und jetzt haben wir George Russell vor uns, der mir so ein bisschen leid tut. Gerade gestern. Also ich nehme das Ganze hier am Montag auf. Gestern leider Gottes um einen Platz die Punkte verpasst. Hier ist er 2 Punkte entfernt, aber wird, denke ich mal, auch wehtun, diesen 12. Platz für ihn zu verlieren. Oh Gott, der ist aber auch verdammt langsam auf seinen harten Reifen. Wir versuchen hier außenrum an ihm vorbeizufahren. Er bremst viel später als wir. Hat er vorher auch schon gemacht. So, und damit schon mal auf Position 12. Und oh nein, Freunde, Devin Butler, er ist vor uns. Das kann eigentlich nur in einem Crash enden. Aber hoffen wir mal, dass wir da irgendwie so harmlos wie möglich vorbeikommen können. 3 Sekunden jetzt aber auch nur noch zu Ackermann in Runde 7. Also, das läuft schon gut, würde ich mal behaupten. Und jetzt also Devin Butler, keine Chance gegen uns. Keine Chance gegen diesen Racing Point, gegen diesen Mercedes aus dem Jahre 2019, wie er ja letztendlich von quasi aller Welt deklariert wurde, was er letztendlich auch, ja, muss man schon sagen, wenn man sich die beiden Autos mal so im Vergleich doch gerade damals angeguckt hatte, schon nicht von irgendwo herkommt, dass Racing Point natürlich viel sich abgeguckt hat von Mercedes, aber letztendlich muss man sagen, war es eine sehr gute Strategie für das Racing Point Team, ein Sieg, mehrere Podien. Also das war schon ein sehr fruchtbares Jahr. Und natürlich auch die Pole Position nicht zu vergessen von Lance Stroll in der Türkei. Jetzt sind wir also dran, Freunde, an Ackermann. Okay, und die nächste Cutscene kommt. Ich bin gespannt, was wird passieren? Schaden scheint nicht so schlimm zu sein. Wie fühlt es sich an, Aiden? Ja, das Auto ist okay. Versuch das Beste aus dem Rennen zu machen. Verstanden. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Butler, was meinte ich nochmal? Es kann eigentlich nur in einem Crash enden. Und was ist passiert? Oh, das kann nicht gut gehen. Es ist nicht gut gegangen.
Das war ja aber auch ein Harakiri-Move von Devin Butler. Also wie man es wirklich von ihm kennt. Man kennt diesen Kerl nicht anders. Der ist sich kein Risiko zu schade. Genau wie in dem Fall. Ja, als Rookie beim ersten Rennen in den erfahrenen Teamkollegen reingefahren. Natürlich war es nicht hundertprozentig unsere Schuld, aber trotzdem, das liest sich nicht gut, das hört sich nicht gut an. Das war nicht gut und dementsprechend, wenn ich hier gerade komplette Probleme hatte, das Auto zu kontrollieren, wird es da auch noch Probleme geben. Also ich denke mal, so ganz gut zu sprechen auf den Kasper werden wir dann nicht sein. Ziel ist zwar eigentlich nur, das Rennen zu beenden. Ich denke mal, die Position wird da keine Rolle spielen. Aber mir persönlich wäre es schon sehr wichtig, wenn wir an Butler vorbeikommen. Und das versuchen wir hier sogar schon an der Stelle. Innen, in die Kurve rein. Und ja, diesmal gegen Butler. Vielleicht ohne Berührung, so sieht's aus. Und damit schon mal in den Punkten wieder. Damit haben wir auch unser Ziel erfüllt, quasi an Ackermann vorbeizukommen. Aber ja, das hat sich, denke ich mal, jeder hier heute anders vorgestellt. Ja, und jetzt sind wir dran an ihm, an Lando Norris, in meinen Augen einer der besten Fahrer dieser Saison 2021, ist ja auch selber gerade mal 21 Jahre jung, wir saugen uns schon mal an ihm ran. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, also allgemein Norris ein sehr gutes Talent, aber das, was er diese Saison macht, das ist ja schon eher so diese Verstappen-Leclerc-Ebene. An krasses Talent, aber muss man gucken. Also der McLaren dieses Jahr ist natürlich auch kein schlechtes Auto, aber wenn man sich mal anguckt, was er mit dem mehrfachen Grand Prix-Sieger Daniel Ricciardo da anstellt, der natürlich klar in so ein neues Team wechselt, aber da so dermaßen in Grund und Boden gefahren wird von Lando Norris, das muss ich sagen, finde ich auch schon sehr, sehr krass, aber gut, was soll man machen? Man kann ja wirklich nur hoffen für den Australier da, dass es noch irgendwie besser wird für ihn. Aber was Norris da aktuell macht, also es liegt, finde ich, nicht nur daran, dass Ricciardo irgendwie schlecht fährt, sondern finde ich natürlich auch einfach, dass Norris mega, mega gut fährt. Ja, die Honda-Motoren da vor uns scheinen nicht so ganz langsam zu sein. Also sieht zumindest sehr stark danach aus, weil Gasly da gerade eben gefühlt keinen Meter. Ja, mit beiden wird es schwer. Leider bin ich da an der dritten DRS gerade nicht noch irgendwie vorbeigekommen an Gasly. Aber jetzt vielleicht auf Start und Ziel. Er hat viel, viel weniger Windschatten als ich. Aber der Honda-Motor ist auch nicht so verkehrt im Alpha Tauri. Muss man auch ganz ehrlich sagen. 319 km/h und immer noch kein Vorbeikommen gegen Gasly. Oh, muss ich da jetzt wohl irgendwas versuchen auf der Bremse? Ja, muss ich. Oh mein Gott. Oh, gefährlich, aber mit hohem Ertrag am Ende auch. Wir holen uns Position 8 und ich glaube, für Albon wird es nicht mehr reichen. Also das wäre jetzt ein bisschen sehr großer Luxus, wenn man den Thailänder im Red Bull auch noch kriegen könnte. Ich bin schon zufrieden, dass wir überhaupt zwei Leute bisher bekommen haben mit Norris und Gasly. Gasly auch direkt 1,1 Sekunden zurückgefallen, der kann unser Tempo gar nicht mitgehen. Ja, Albon. Mal gucken, ob du vielleicht auch noch irgendwie abgehakt wirst von der Liste, aber nee, auf der Geraden gewinnt er auch Zeit auf uns, sieht schlecht aus. Also, gibt schon Besseres. Ja, nee, 0,9 Sekunden, das kriegen wir definitiv nicht aufgeholt, auch mit DRS und sonst was. Da kann ich mich jetzt hier anstrengen, wie ich will, in diesem letzten Sektor, aber das wird definitiv nichts. Ja, ein ereignisreiches Rennen. Devin Butler macht sich seinem Namen mal wieder alle Ehre. Und wir holen Punkte, aber haben dafür auch leider eine erste Kollision mit unserem Teamkollegen erlebt, den von ein bisschen zu nah kennengelernt, näher als es mir auf jeden Fall lieb ist. Und damit also Platz 8 hier in Australien. Und wie wird es jetzt weitergehen nach einem teaminternen Crash beim Debüt? Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Was für ein Start in diese Saison. Das war ein faszinierendes Rennen hier in Australien, Steffen. Die Top-Teams sprengen mal wieder alle Grenzen dieses Sports und es wird auch interessant zu sehen, ob Aiden Jackson, der neue Racing Point-Fahrer, sich gut eingewöhnen kann, vor allem nach dem Zwischenfall mit seinem Teamkollegen vorhin. Naja, es gab auf jeden Fall schon Rivalitäten, die wegen weniger begonnen haben. Ich würde sagen, alle, die beim Saisonbeginn 2020 auf ein bisschen Drama gehofft haben, werden hier nicht enttäuscht. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute.
Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Hör zu! Keine Ahnung, was da passiert ist! Das war nicht meine Schuld! Wessen Schuld denn dann? Wer war der Idiot in deinem Auto, hm? Erbärmlich! Gib's nicht mal zu, wenn du einen Fehler machst! Ich! Was machst du überhaupt hier? Oh, Butler. Devin, ich hab dich nicht gesehen. Oh, meinst du, vorhin auf der Strecke? Ich wäre fast rausgeflogen. Hey, keine Ahnung, was da war. Du hast mich geschnitten, ich bin ausgewichen und Kaspar war aus dem Rennen. Hey, ich hatte damit nichts zu tun. Was auch immer da passiert ist, war dein Werk. Gib nicht anderen die Schuld nur, weil du es noch nicht drauf hast. Verzeihung, wir sind gleich bei Ihnen. Ja, Kending. Also ich glaube, das war nur so ein typischer Anfängerfehler. Diese Autos unterscheiden sich etwas von dem, was Hayden aus der F2 kennt. Sie hatten sich nach ihrem Aufstieg aus der Formel 2 ja schnell eingelebt. Was raten Sie Jackson in seiner ersten Saison? Naja, mir nicht in die Quere zu kommen. Und er sollte seinen eigenen Teamkollegen nicht nochmal aus dem Rennen werfen. Einen Moment noch. Wir testen kurz die Lautstärke. Okay. Ehrlich, Kaspar fragt sich wohl gerade, was Racing Point sich nur dabei gedacht hat. Alles klar, danke, Devin. Ja. Okay, ey, was war das für ein Zwischenfall gerade eben? Kapitel 2. In der rasanten Welt des Motorsports sind nun alle Augen auf den Grand Prix von China gerichtet. Es ist das vierte Rennen der Saison von 2020 und Aiden Jackson und Racing Point wollen schnell in eine gute Form finden. Wir sind beim großen Preis von China und diese Strecke scheint sich immer mehr zu einem besonderen Platz für Neulinge im Feld zu entwickeln. Denken Sie nur an Alex Albon letztes Jahr und es scheint, als könnte Aiden Jackson diesen Trend in dieser Saison fortsetzen. Ja, der junge Fahrer wirkt diese Saison sehr vielversprechend. Und da kommt Ackermann, er liegt jetzt hinter seinem jungen Teamkollegen. Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ackermann will's wissen, er geht innen rein in die Heimadelkurve und drängt dabei seinen Teamkollegen von der Strecke. Was war das, Kaspar? Was zum Teufel? Jackson mit argen Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Aiden, bleib am Ball, volle Konzentration. Dieser Kontakt mit dem Teamkollegen macht dem jungen Fahrer erhebliche Probleme. So schaut's aus, Heiko. Das Auto scheint nicht stark beschädigt zu sein. Er muss versuchen, wieder zurückzukommen. Scheint okay zu sein, Aiden. Versuche ein paar Plätze zurückzuerobern. Was sollte das eben? Das holst du wieder auf, Aiden. Das war nicht in Ordnung. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Ja, und schon sind wir also wieder zurück. Auf Position 14. Genau wie also im ersten Rennen. Müssen wir uns jetzt auch wieder hier in China, in Shanghai, nach vorne arbeiten. Und haben auch mal wieder ein paar Runden Zeit dafür. DRS freigeschaltet und mal gucken, ob wir es schaffen können, uns diesen 10. Platz wieder zu holen. Wendet sich also das Blatt, während wir jetzt also hinter Norris sind, die schnellste Runde irgendwie fahren, auf einer Runde, wo wir eigentlich einen Zwischenfall mit Ackermann hatten. Was ich auch eigentlich noch sagen wollte, ist ganz lustig, dass wir hier Racing Point als Team ausgewählt haben und so viele Kollisionen mit unserem Teamkollegen haben. Weil Racing Point ja natürlich auch, beziehungsweise Force India damals noch mit Ocon und Perez besonders bekannt war für ebenso Zwischenfälle. Und wenn wir gerade von Ocon reden, Meister der Überleitungen, der Franzose im Renault direkt vor uns. Unser nächstes Opfer. Sainz vor uns hat kein DRS, wir werden da ranschießen.
förmlich. Wobei hatte er DRS mit Magnussen vor sich. Oh, Magnussen, nein, oh Gott. Gott, sind alle so langsam. Ja, wir kommen aber trotzdem noch irgendwie vorbei. Und jetzt also gegen Sainz. DRS, Windschatten, DRS und vorbei am Spanier. Hoffen wir, ziehen wir es durch. Ja, und vorbei. Oh Gott. Und schon sind wir dran an ihm. Also die Pace ist definitiv mehr als nur stark hier. Jetzt also auch hier wieder Start und Ziel. ERS, DRS, Windschatten, leichte Berührung. Oh, das wird knapp. Das wird sehr eng. Wieder gegen unseren Teamkollegen hier. Außen in diese Schneckenkurve. Jetzt sind wir nämlich innen. Links und hoffentlich. Ne, jetzt kommen wir auf den Curb. Ja, hoffentlich auch vorbeigezogen, wollte ich nämlich sagen. Sind wir jetzt aber auch. Aber der Konter von Ackermann könnte kommen. Nee, er bremst früher als wir. Jetzt sind wir innen. Und hoffentlich auch endgültig vorbei. Letztes Rennen hat es ja nicht ganz für Albon gereicht, da er noch kurz vorm Ende an Gasly vorbeigegangen ist. Aber vielleicht hier in China dieses Mal. Und den legen wir uns ganz fein säuberlich auf der unfassbar langen Geraden hier in China zurecht. Der Red Bull Honda Motor scheint mal wieder so viel Power zu haben. Das ist unglaublich. Wir kommen gerade mal ran auf der Geraden. Ne? Aber gut, sind auch so viel schneller. Haarnadelkurve, heil überstanden. Ich hatte so meine Sorgen, dass er es doch noch irgendwie innen versuchen wird, um sich zu behaupten. Aber nee, zum Glück nicht. Ja, damit haben wir es jetzt also geschafft, auf Position 9 vorzukommen. Immerhin, nimmt man auf alle Fälle mit. Butler vor uns, aber ich glaube, den werden wir jetzt nicht mehr kriegen. Also der ist schon ein bisschen zu weit weg im Alfa Romeo. Wir sind zwar auf diese letzte Runde noch ziemlich gut rangekommen an Butler, aber leider Gottes wird das nicht reichen, um irgendwie vorbeizuziehen. Bottas im Mercedes gewinnt das Rennen auf alle Fälle. Es sieht übrigens, finde ich, die ganze Zeit so aus, als würde es in jedem Moment anfangen zu regnen. Aber das mal nur so nebenbei. Und wir kommen also durch die letzte Kurve auf Start und Ziel. Schwarz-Weiß-Karete, Flagge, Platz 9. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Also, da gibt es schon mal einiges zu besprechen. Und dass die beiden Racing Point-Fahrer wieder kollidiert sind, ist kein gutes Zeichen. Das sieht bei den beiden noch etwas chaotisch aus, Heiko. Sie sind eben erst seit kurzem Teamkollegen. Dieser Reifenkontakt, hätte der vermieden werden können, Stefan? Ja, es sah ein bisschen so aus, als wollte Ackermann ein Zeichen setzen. Er hat Jackson hier nicht viel Platz gelassen. War das ein unheilvolles Vorzeichen? Ich hoffe nicht. Das war's von uns hier in China. Bis zum nächsten Mal. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Kaspar, was sollte das bitte? Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kaspar, komm schon, Mann, du... Ich muss telefonieren. Kaspar! Ackermann! Mann, du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich. Hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das? Wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Wenn du meinen Rat willst,
zeigt, dass er falsch lag. Bleib tapfer! Ein sehr schwerer Start also für Aiden Jackson bei Racing Point, der scheinbar nicht mal von seinem Teamkollegen gewollt wurde und dementsprechend auch so behandelt wird auf der Strecke. Wir sehen immer noch Spannungen bei Racing Point, aber auch die Nachricht, Racing Point wird zu Aston Martin. Sehr interessant, wie das alles hier weitergehen wird. Die Geschichte rund um Breaking Point, rund um Aiden Jackson, Kasper Ackermann bei Racing Point, Brian, was wird der dazu sagen und so weiter, das alles und vieles mehr sehen wir dann in der nächsten Folge, Freunde. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Vergesst nicht den Daumen nach oben, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder hier, F1 2021, Breaking Point mit meiner Wenigkeit, euch, Aiden Jackson und Co. Bis dahin, haut rein und ciao.